So, liebe Zuschauer, jetzt geht es mal nicht ums Sport, jetzt geht es mal nicht ums Radfahren, sondern jetzt geht es um richtigen Sport. Denn die Mädels, die neben mir stehen, die müssen den ganzen Abend aber tanzen wie die Weltmeister und das 6 Tage lang. Schränkt das überhaupt an? Ein wenig, genau. Ein bisschen schon. Genau, und wer steht eigentlich neben mir? Ich bin die Jule. Und wir sind ein Dance-Team, was sich zusammengefunden hat aus ehemaligen professionellen Tänzerinnen und wir sind heute für die Schulteils-Crew hier. Bist du jetzt die Chefin von der ganzen Truppe und du gibst immer vor, was passiert? Ich habe das so ein bisschen beobachtet. Nein, nein, das ist nicht so. Hier, wenn wir hier an der Seite stehen, dann darf jeder mal, wie es gerade uns einfällt. Und ansonsten ist die Chefin hier 2 Nummern weiter. Ach, die blonde Dame, wie heißt sie? Dame. Christiane. Ja, und hast du das alles einstudiert oder studiert ihr das vorher lange ein oder geht das so hotzplotz? Wir studieren das natürlich selbstverständlich vorher lange ein. Wir haben eine lange Vorbereitungszeit. Aber was macht ihr denn, wenn die Musik sich ändert? Wenn die Musik sich ändert, dann freuen wir uns und denken uns was Neues aus, ganz spontan, wie wir sind. Also wenn jetzt der Wiener Walzer kommt oder der Sportpalastwalzer, dann... Da haben wir was auf, da haben wir was parat. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß und übernehmt euch nicht, ihr habt ja noch 5 Tage vor euch. Danke. Dankeschön. Ciao.